Herzlich willkommen zur ersten Videoandacht 2022, heute mal wieder in der Arche. Auch im Verlauf dieses noch frischen Jahres werden wir ein ums andere Mal mit solchen Gedanken beschäftigt sein, wie irgendwie schätzen mich die Menschen anders ein, als ich es tue. Oder ich werde mich mal wieder dabei erwischen, dass ich meine Selbsteinschätzung darauf gründe, wie andere mich einschätzen, wie sehr sie mich mögen und respektieren oder eben auch nicht. Und dann kann es sogar sein, dass solch eine große Frage auftaucht wie, wofür bin ich eigentlich hier? Was ist eigentlich mein Auftrag in dieser Welt? Dazu eine kleine Geschichte. In Krakau lebte einmal ein frommer, alleinstehender alter Mann namens Izzi. Ein paar Nächte hintereinander träumte Izzi, er reise nach Prag und gelange dort an eine Brücke über einen Fluss. Er träumte, an einem Ufer des Flusses unter der Brücke stehe ein üppiger Baum. Er träumte, dass er gleich neben dem Baum zu graben anfing und auf einen Schatz stieß, der ihm Wohlstand und Sorglosigkeit bis an sein Lebensende sicherte. Anfangs maß Izzi diesem Traum keine Bedeutung bei. Aber nachdem sich dieser wochenlang wiederholt hatte, deutete er ihn als Botschaft und beschloss, jene Nachricht, die ihm womöglich von Gott oder von sonst wem geschickt worden war, nicht weiter unbeachtet zu lassen. Er folgte also seiner Eingebung, belud sein Maultier mit Gepäck für eine lange Reise und machte sich auf den Weg nach Prag. 6 Tage später traf der Alte in Prag ein und begab sich gleich auf die Suche nach der Brücke über den Fluss am Rande der Stadt. Es gab nicht viele Flüsse und auch nicht viele Brücken, sodass er den gesuchten Ort schnell fand. Alles war genau wie in seinem Traum. Der Fluss, die Brücke, das Flussufer, der Baum, unter dem er graben musste. Nur eins war in seinem Traum nicht vorgekommen. Die Brücke wurde Tag und Nacht von einem Soldaten der kaiserlichen Garde bewacht. Izzi wagte es nicht zu graben, solange der Soldat dort oben Wache schob. Also schlug er in der Nähe der Brücke sein Lager auf und wartete erst einmal ab. In der 2. Nacht begann der Soldat Verdacht zu schöpfen und er fragte den Alten, der da am Flussufer kampierte, nach seinem Vorhaben. Der hatte keinen Grund, ihm eine Lüge aufzutischen. Und so erzählte er dem Wachmann, er habe diese weite Reise unternommen, weil er geträumt habe, dass hier in Prag unter einer gewissen Brücke ein Schatz vergraben liegt. Der Wachmann brach in schallendes Gelächter aus. »Eine so lange Reise wegen nichts und wieder nichts«, sagte er. »Ich träume seit 3 Jahren jede Nacht, dass in Krakau unter der Küche eines verrückten Alten namens Izzi ein Schatz vergraben liegt. Ha, 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 ha! Denkst du, ich sollte nach Krakau reisen, um diesen Izzi aufzusuchen und unter seiner Küche zu graben anfangen? Ha, ha, ha!« Izzi bedankte sich freundlich beim Gardisten und trat die Heimreise an. Zu Hause angekommen, grub er unter seiner Küche ein Loch und fand den Schatz, der schon ewig dort verborgen lag. Eine aufschlussreiche kleine Geschichte, die wir da gerade von Anke gehört haben. Gibt sie mir eine Antwort auf meine großen Fragen? Jedenfalls finde ich die Antwort auf meine Fragen in mir selbst. Da wohnt der Schatz. Der Schatz, den ich suche, liegt hier bei mir und nirgendwo sonst, kostbar und einzigartig. Und den Wert ermittelt nicht ein x-beliebiger da draußen. Den Wert deiner selbst kann nur ein wahrer Experte, eine wahre Expertin erkennen, nämlich du selbst. Und wenn wir uns dann noch klar machen, immer und immer wieder, dass diese Erkenntnis gründet auf der biblischen Zusage unseres Gottes, der sagt, ich habe dich je und je geliebt, darum bin ich dir stets mit Güte begegnet. Und weiter, nichts kann uns von dieser göttlichen Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft, nichts. Und niemand kann uns trennen von dieser Liebe. So wird das ein gutes Jahr 2022.
good to know me. It's not that way you see. Yet you made me so happy. To see you.